Was? Was ist sogar meins? Komm schon bitte, ich mach's wieder gut! Aber will! Will! Komm schon! Lass mich runter, bitte! Okay, richtig! Tja, Halbfinale. Wer hätte das gedacht, dass man da noch auf Freebeats von YouTube rappen muss? Hier könnte peinliches Gelaber von Jeremy stehen, wo er sich arroganter aufspielt als so ein aufgeblasener neureicher Russe. Dima. Ich bin der Favoritenkiller. Verdammt, muss ich ein Opfer sein. Dich mach ich auch noch weg und Frank bedankt sich für die Vorarbeit. Du hast schon Lines gegen Hit Ast rein, sei mein Speeder. Ich spitte dir auch die Hook um Platz 3 gegen Dima. Und wenn ihr euch um die Lorbeeren zankt, schreibe ich schon mal die Runde gegen mich für meinen Ghostrapper Frank. Nachzufragen wäre jetzt nicht die große Sache. Doch ne Hook gegen dich verfickten hohlen Spasten würde dich mal Vocal machen. Ente gegen Ente, hätte Fahrerkette. Stell dir mal vor, ich könnte Jennings im Finale betteln. Wie arrogant kann man sein, dass man andere meint? Meinungen partout nicht dulden kann und so verkrampft auf die eigene ist, dass man dann in seiner eigenen Runde auf nem Jucher weiter rumhackt wie ein infantiles Kleinkind. Du bist nicht inhaltsstark, du blendest zu viel, du bist das Gegenteil von deinen Texten hängen geblieben und verschachtelst dich in tausenden von Sätzen, um nach 5 oder 6 Lines irgendwann mal eine Aussage zu treffen. Tu nicht so, als würdest du Gegner zerstören mit deinen anderthalb Punchlines, die man raushört beim 10. Mal hören. Ja, tu mal nicht so. Und was soll das denn da mit dem Video, das mich nicht trifft, hä? Was ist denn mit den Dudes? Sind die etwa drogensüchtig? Denk dir mal lieber für diese Runde das Ende deiner Filmstory aus, sonst mach ich das. Du strengst dich an und brichst dir mit deinem Flow fast einen Ast ab und wirst dann gefickt von diesem monotonen Pasta. Und wenn du mir aus Spaß die Beine brichst, komm ich wieder und ramme dir meinen Gips in dein Gesicht. Yeah, yeah. Und die Moral von der Geschichte: Beine brechen tut man nicht. Mir scheinte deine schlieberrunden Hook hat keine Botschaft gepasst. Oder hast du deine Message auf Klingonisch verpasst? Du küsst oder willst Arschloch, deine Mutter ist ein dicker Mann. Ja, danke, das hab ich nicht gewusst, aber ist interessant. Der Beat und das Shirt waren ja wirklich zu scheußlich. Kreativität und Humor, Purple Teufel. Und dass du meine Aussprache bemängelst, hätte mir ja fast Angst eingejagt. Da droht ja Punchline-Gefahr, hättest du nicht 2 Zeilen vorher selbst noch Halbteil gesagt. Und den Translator von Google verwende ich erst an dem Tag, an dem es eine für deine Texte gibt. Für Weekend-Fans prädestiniert ne Beat, easy peasy, lemon squeezy. Ja, Digi, bist du behindi? Bei all dem Scheiß, der mich nicht trifft, den du in diese Zeile packst, hätte doch sicher noch das ein oder andere I reingepasst. Und ich soll mal normal reden? Alter, konnte ich kaum glauben. Ob ich nach Miami fliegen will? Ja, wie denn sonst? Soll ich laufen? Soll ich mir einen Tunnel graben? Teleportation? Soll ich schwimmen? Auf deiner Mutter reiten? Hä? Ja, was denn? Denk dir mal lieber für diese Runde das Ende deiner Filmstory aus, sonst mach ich da. Du strengst dich an und brichst dir mit deinem Flow fast einen Ast ab und wirst dann gefickt von diesem monotonen Pasta. Und wenn du mir aus Spaß die Beine brichst, komm ich wieder und ramme dir meinen Gips in dein Gesicht. Yeah, yeah, yeah. Roundhouse Kick im Rollstuhl.